nächsten Thema. Jetzt vor der Bundestagswahl halten sich noch alle bedeckt. Aber danach wird heiß gekämpft werden um die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Denn daran hängt die Energiewende. 16 Milliarden Euro fließen so im Jahr an Fördergeldern. Und kein Wunder, schießen zurzeit die Windräder wie Spargel aus dem Boden. In diesem Jahr ist der Zubau bei der Windkraft so groß wie nie zuvor. Wird das gut gehen? Ich habe mich mal umgehört. Dies ist eine Geschichte über die Windenergie in Deutschland. Von üppigen Fördergeldern, von vermeintlichen und echten Belastungen für die Menschen und von dem Widerstand, den der Windboom ausgelöst hat. Detlef Hüsch und Sandro Zehner sind unterwegs, um den Taunuskamm zu retten. Zu retten vor denen, die ein Naherholungsgebiet der Energiewende opfern wollen, wie sie sagen. 10 Windräder sollen sich hier oben bald drehen. Die beiden haben nichts gegen Windkraft, doch hier stünde zu viel auf dem Spiel. Ein Windpark beeinträchtigt, also einmal sicherlich durch eine Geräuschentwicklung, möglicherweise durch Infraschall, das weiß man nicht so genau, ganz sicher durch die Lichter, die an den Masten sind, Schattenwurf und. Am Ende haben Sie in Taunusstein als kleiner Stadt eine Verantwortung gegenüber dem Thema Stadtentwicklung, gegenüber dem Thema Schutz der Menschen, die bereits in der Nähe solcher potenziellen Anlagen leben und deren Lebensgrundlage ein Stück weit auch aus den Fugen gerät. Johannes Lackmann war jahrelang der wichtigste Lobbyist für die Branche der Erneuerbaren. Heute baut er selbst Bürgerwindparks und kritisiert. Neben diesem ganz normalen Teil der Wirtschaft gibt es natürlich immer auch einen Haufen Glücksritter, die dann aufspringen und die wie die Heuschrecken durchs Land ziehen, Pachtverträge abschließen, versuchen, den schnellen Reibach zu machen. Und diese Leute sollten wir zum Teufel schicken. Wenn für einzelne Windstandorte 50.000 Euro pro Jahr und mehr Pacht bezahlt werden, wegen einer sehr hohen EEG-Vergütung, dann ist das einfach überzogen. Denn derjenige, der die Pacht kriegt, der hat überhaupt kein Risiko. Wenn bei der gleichen Investition an der Küste doppelt so viel Windertrag reinkommt wie in Süddeutschland, und die aber dennoch die gleiche Vergütung pro Kilowattstunde bekommen, dann ist völlig klar, dass dort eine Superrendite entsteht, die überzogen ist. Das ist eine Gelddruckmaschine. Das ist dann eine Gelddruckmaschine. In Taunusstein zeigen mir Hüsch und Zehner, wie nahe die Windräder an die Gemeinde heranrücken. Lediglich 1000 Meter Abstand sind hier vorgeschrieben. Sie haben die Wahl zwischen zwei Orten, wo Sie Ihr Haus bauen. Der eine liegt 1000 Meter neben einem 200 Meter hohen Windrad und der andere nicht. Dann werden Sie bei gleichem Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich den Platz nehmen, wo Sie das Windrad nicht nebendran haben. Da können Sie noch so überzeugt von der Energiewende sein. Da ist dann das individuelle Empfinden schon auch ein anderes. In Paderborn baut Johannes Lackmann seine Windparks mit Bürgerbeteiligung. Die Windräder gehören nicht irgendwelchen Fonds, sondern den Menschen, die hier wohnen. Das hilft für die Akzeptanz. Und ist das ein guter Wind heute? Der Wind ist so unteres Drittel. Das heißt, wie viel Leistung produziert es gerade? 100 bis 200 kW, es pendelt etwas. Das ist ja gar nichts, ne? 2,3 Megawatt könnte es eigentlich und es hat bloß 100 kW. Ja, ja. Aber übers Jahr machen wir trotzdem 3000 Vollerstunden an diesem Standort. Mhm. Und man erwartet ja bei Offshore etwa 4000. Aber mit der nächsten Generation von Windkraftanlagen werden wir auch im Binnenland 4000 Vollerstunden machen. Aha. Die sind jetzt schon geplant. Das heißt, irgendwann wird alles zugepflastert sein, weil es sich überall lohnt, den Wind zu ernten. Überhaupt nicht. Also erstens lässt das die Planung nicht zu. Und wir machen das überwiegend in Repowering-Gebieten. Mit Verspargelung und dem Vorwurf können Sie nichts anfangen. Ich kenne den Vorwurf, aber wenn man sich überlegt, dass in dieser Region, wo seit Anfang der 90er Jahre Windkraftanlagen stehen, ja jetzt schon eine ganze junge Generation mit Windkraft groß geworden ist, die sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie die Landschaft ohne aussähe und die darüber gar nicht mehr redet. Sie sind ja Zyniker. Dann ist das Thema durch. Das heißt, man muss die Menschen nur dran gewöhnen, dass es so aussieht. Sie haben sich ja auch sonst an ganz viel Landschaftsveränderung gewöhnt.
In Wiesbaden habe ich mich mit dem Chef des Taunuskamp-Windpark-Projekts verabredet. Kein Zweifel, sagt er, das Landschaftsbild werde sich verändern. Aber schädliche Auswirkungen, zum Beispiel von Infraschall, gäbe es nicht. Das hätten diverse Studien belegt. In den Abständen, die wir hier haben, über 1000 Meter, ist der Infraschall um Größenordnungen geringer, als man ihn beispielsweise täglich hat, wenn man im Auto fährt. Und das machen die Leute, glaube ich, ohne große Bedenken. Es ist halt schade, dass solche Dinge dann immer in die Diskussion eingebracht werden nach dem Motto, naja, man kann es nicht so richtig messen, man kann es nicht fühlen, man kann es nicht sehen. Wir behaupten mal, dass es da schädliche Effekte gibt, die es dann vielleicht bei ganz hohen Leveln auch gibt, aber eben nicht bei den Expositionen, wie sie hier entstehen können, und sagt dann, das ist alles noch nicht genug untersucht und ihr werdet doch die Bevölkerung dieser Gefahr nicht aussetzen wollen. Läuft immer nach dem gleichen Motto ab, ist aber sehr unerfreulich, weil das letzten Endes die Diskussion auch ziemlich vergiftet. In Paderborn hat Johannes Lackmann Windparks gebaut, die schon heute ohne Fördergelder auskommen. Windstrom sei längst wettbewerbsfähig, sagt er. Der Fehler sei, dass die Politik trotzdem üppig subventioniert, obwohl die Kosten ständig sinken. Das machte die Branche träge und faul und brächte die Energiewende in Gefahr. Und sie dürfen wir nicht scheitern lassen, meint Lackmann. Die Energiewende ist aus meiner Sicht unumkehrbar, weil es mehrere hunderttausend Arbeitsplätze gibt in dem Bereich, weil alle wissen, dass wir die Energiepreise damit langfristig runterkriegen und auf einem vertretbaren Niveau stabilisieren können. Mir scheint, es fehlt da sozusagen der Masterplan für die Energiewende, oder sehen Sie den? Wir haben bis jetzt fast nur Menge produziert und keine kontinuierliche Leistung, und wir haben nicht bedarfsgerecht Windstrom erzeugt und auch nicht erneuerbare Energien insgesamt. Das heißt, dieses Stück Arbeit in der Energiewende, Verbrauch und Erzeugung auf einen Nenner zu bringen, das müssen wir noch leisten. In Wiesbaden und Taunusstein hat man noch andere Probleme. Die Gemeinden haben sich entzweit beim Streit um die Windräder auf dem Taunuskamm. Die einen wollen, die anderen nicht. Wir besuchen den Bürgermeister. Guten Tag, schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt aus der Atomkraft ausgestiegen. Kohlekraftwerk soll auch nicht sein. Ich meine, wir können in Deutschland nicht gegen alles sein. Und wogegen ich mich besonders wehre, ist dieses St. Florians-Prinzip. Der Satz, gegen Windräder habe ich ja gar nichts, aber bitte nicht in meiner Umgebung. Das kann nicht Maßstab der Politik sein. Ob gebaut wird oder nicht, hängt jetzt erstmal von Gutachten ab. Denn viele Projekte sind schon an ihm gescheitert. Dem Rotmilan, der bei uns geschützt ist.